Hier am Jungfernstieg, wo sich sonst die Fahrgäste drängen, ist heute viel Zeit zum Saubermachen. Die U1 fährt den ganzen Tag nicht. Viele sind auf S-Bahnen umgestiegen und haben dadurch längere Fahrzeiten. Ich musste 1,5 Stunden länger fahren als sonst. Ich wollte jetzt gerade zur Uni und ich wäre sonst U-Bahn gefahren, aber das geht leider nicht und jetzt muss ich noch 1/2 Stunde zu Fuß gehen. Die U3 fuhr dann überraschenderweise doch im 10- bzw. 20-Minuten-Takt. Auch die Busse sollten eigentlich nicht fahren, manche fuhren dann aber doch. Verwirrung an den Haltestellen. Ich habe Bus Nummer 9 genommen, das war doch gefahren. Und jetzt bin ich hier, aber hier kommt doch kein Bus. Ich bin jetzt nicht so sicher, ob es kommt oder nicht. Das Personal der Hochbahn hatte sich am Dammtor versammelt. Nachdem die Verhandlungen am Dienstag abgebrochen wurden, wird jetzt gestreikt. Für die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Ich bin Busfahrerin. Die Verkehrsverhältnisse werden einfach nicht besser. Es wird immer voller auf den Straßen. Die Autofahrer nehmen immer weniger Rücksicht. Und dafür wollen wir kämpfen, dass wir ein bisschen entlastet werden, nicht mehr so viel arbeiten müssen. Es ist natürlich sehr anstrengend, wenn man teilweise eben 7 Tage am Stück durcharbeitet, 9, 9,5 Stunden Dienste. Die Hochbahn als Arbeitgeber lehnt die Forderung nach der 35-Stunden-Woche ab. Wir wollen nicht 1, 2, 3 Stunden in der Woche runtergehen, sondern wir wollen wirklich längere Urlaubszeiten haben. Das heißt, die Regenerationsphase verlängern. Und man kann mit Mitte 20 schon relativ schnell eine Woche länger bekommen im Schichtdienst und bis hin zu 25 Tagen mehr Urlaub, wenn man 65 ist und dann eben auch im Schichtdienst arbeitet und belastet ist. Bis zu 25 Urlaubstage mehr. Das Angebot der Hochbahn überzeugt die Gewerkschaft nicht. Die 25 Tage erhält nur jemand, der 65 Jahre alt ist und seit 40 Jahren bei der Hochbahn arbeitet. Das ist nicht die breite Masse. Und wir brauchen eine Entlastung für alle Beschäftigten, auch um den Arbeitsplatz attraktiv zu machen, auch für neue, junge Kollegen. In den nächsten Jahren werden sehr viele Beschäftigte die Hochbahn verlassen. Bis heute Nacht um 3 Uhr soll der Streik bei der Hochbahn noch andauern.